So, ich begrüße euch wieder an Bord der Cessna 152 Cockpit und wir stehen jetzt auf dem Flugplatz in Kirkwall, Schottland, ganz im Norden. Ich habe ja vernünftiges Wetter eingestellt und nicht wie die Uhr 18:30 Uhr anzeigt, sondern gegen irgendwas um 10 Uhr Ortszeit. Weil ich will, in Kirkwall werden wir in 2 Monaten sein. Und da will ich schon mal gucken, wie es da aussieht, was wir da zu erwarten haben. So, kurze Rede, nee, lange Rede und wenig Inhalt. Dann starten wir mal. Wind haben wir 2 Knoten aus Gegenrichtung. Also ich habe hier gutes Wetter eingestellt, weil das Echtwetter war mir zu schlecht. Ich will ja was sehen. Die Cessna 152 ist ein ja, geeignetes Flugzeug, um hier was sehen zu können. So, ich hoffe, ihr könnt auf der Karte etwas sehen. Ich drehe mal ab zur Küste, weil die Küste dann das Interessante sein wird. Der Flugplatz Kirkwall, da kehren wir dann auch zurück. So, Klappen können wir einziehen. Und wir sehen uns mal ein bisschen um. So, also hier ist ja nicht weiter, nicht viel als eben diese Bucht, an der dann die Stadt Kirkwall liegt. Und ja, ich bin gespannt, was ich jetzt sehe, ob das dann Lust auf mehr macht. So, gut, kleiner Ort, kleine Häuser. Es scheint ja vielleicht eine Shopping Mall zu sein hier links. Der Hafen scheint keine großen Schiffe aufzunehmen. Das bedeutet, wir werden wohl hier auf Außenrede. Ja, wir kommen mit dem Schiff her. Wir werden wohl auf Außenrädern liegen und mit einem Tender übergesetzt werden. Das ist ja das, was eigentlich dann für mich spannend ist. Das hatte ich auch, als wir Helgoland besucht haben. Da ist es ja eigentlich auch üblich, dass man dann auf Außenräder abgesetzt wird und mit Tenderbooten übergesetzt wird. Aber aufgrund des starken Windes, den wir an dem Tag hatten, ist das Schiff in den Hafen eingelaufen, was mich natürlich sehr gegrämt hat, weil das ja natürlich dann ein sehr viel langweiligeres Ausschiffen ist, wenn man einfach vom Schiff aussteigen kann. Vielleicht habe ich hier dann, wird dann hier mein Wunsch in Erfüllung gehen. Ich fliege also mal hier auf der Seeseite an. Aber ja, tatsächlich scheint hier kein Passagierliner anlegen zu können, oder? Ist das eine Mole für ein größeres Schiff? Na, gut, die Wassertiefe können wir ja hier nicht beurteilen. Aber es sieht auch nicht so aus, oder? Was ist das? Ist das? Nee, das ist kein. Nee. Also hier sind auch keine Abbildungen von Schiffen, oder? Das wäre jetzt, das mal sehen. Das könnte jetzt zum Beispiel ein. Nee, das ist zwar ein Abbild eines größeren Schiffs, aber kein.
kein Passagier Dampfer. Die Kirche in Kirkwall. Das heißt also, jetzt von der Luft aus gesehen, ist das also nicht sehr aufregend. Hier scheint irgendwie ein Schloss, ja, das könnte ein Schloss sein. Das ehemalige Herrschaftshaus, der König von Kirkwall, der König von Schottland, Bravenheart. Hat dort wahrscheinlich nicht residiert. Ja, also das ist also nicht sehr aussagekräftig. Einen Sportplatz haben sie da. Mal sehen, ob das Windrad da ist, wenn ich mich erinnere. Und das heißt also, jetzt geht es wirklich nur darum, die Bedeutung von Gebäuden dann zu erkennen. Ich denke mal, dass da in der Mitte wird die Kirche sein, das wird einer dieser Besichtigungsorte. Aber man kann die Stadt sehr schön zu Fuß erschließen. Wenigstens diese Erkenntnis habe ich gewonnen. So. So, das hier ist auch ein Bild, das nicht durch die KI dann ja vervollständigt wurde durch Gebäude. Das ist einfach ja, eine Oberflächenabbildung, aber hier steht, naja gut, gut scheint das zu sein. Aber wir werden hier also zwischen den Inseln einfahren. Ja, also es wird auf alle Fälle spannend werden. Und ja, ich tue uns nicht den Flug an nach Spitzbergen. Von hier aus fahren wir ja nach Spitzbergen, sondern ich werde dann dort einen Flug starten. Aber jetzt kehre ich zurück zum Flugplatz. Ja. Kurzer Flug, aber es muss ja nicht immer ausufernd sein. Ich werde mal ein Screenshot machen, ein Foto, um auch den. Ach. Das war natürlich so nicht beabsichtigt. Aber das stimmt, wenn ich aufzeichne die Karte, dann lande ich erstmal hier. So, Kirkwall. Ach, wieder vergessen zu formatieren, also die andere Formatierung auszuwählen. So, weiße Schrift und etwas größer. Gut. Ja, für den kurzen Flug hätte ich dann auch nicht auftanken müssen. Ja, dann ist die Aufzeichnung der Karte verloren gegangen. Da sehe ich jetzt also nicht. Na doch, ich werde wohl den Ausschnitt dann einfügen in das Video und dann werdet ihr bis jetzt die Karte gesehen haben. Weil länger ist das Video der Kartenaufzeichnung nicht. Keine Tragödie. So, da ist der Flugplatz.
So, jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern, in welche Richtung. Ich bin so schnell gestartet, dass ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, in welche Richtung ich gestartet bin. Dann muss ich mal an die Karte gehen. Ah ja. Dann muss ich ein wenig in diese Richtung noch fliegen. Ich bin also sozusagen jetzt, ich fliege jetzt auf den Gegenanflug an. Ja. Hier ist die Bahn, genau. Und ich will also in die Gegenrichtung landen. Das heißt, hier auf der 27 will ich landen. So, dann kann ich schon mal die erste Klappe fahren. Schub wegnehmen. Aber da haben sie, dafür haben sie natürlich einen recht großen Flugplatz. Aber naja, klar, der Ort ist nicht wirklich gut zu erreichen. So, die nächste Klappenstufe. Und ja, wir sollten schon mal eindrehen. Ja, ich bin jetzt wirklich nicht konzentriert. Ihr merkt das. Meine Flugfähigkeiten sind sehr, also ich bin schon besser geflogen, sagen wir es mal so, ne? Ja. Aber ich hoffe, ich werde eine vernünftige Landung hinlegen. Und dann war das ein kurzer Flug. Und den kann ich mir dann, wenn wir unsere Reise beginnen, kann ich mir den dann nochmal ansehen. Und gucken, was ich in Kirkwall zu erwarten habe. Ja, die Cessna 152 ist ja auch ein sehr, sehr gutmütiges Flugzeug. Aber die haben ja eine sehr schöne, lange Sicherheitszone. Okay, das war's dann schon. Landung, ja, hätte weiter sein können, aber sie war nicht schlecht. Für die Bedingungen war sie schlecht. So, wo ist denn hier das nächste Gebäude? Wo können wir hinrollen? Zum Abstellen. Dann stellen wir uns neben die andere Maschine. Ach, da kommt jemand. Logan 432 kommt. So, da hinten steht ein Tankwagen, also. Na komm. Sonst hat das Taxi-Ding länger gedauert als der Flug. Aber sehr schön. Die Markierungen sind da alle. Super. Vergleichsweise ganz schön groß, so eine Pilatus oder was ist das? So, prima. Parkbremse setzen. Den Treibstoffhebel aus, die Zündung aus, die Lichter aus. Ah ja, das war sehr schön, ja stimmt. Hier ist ja der Propeller jetzt mit dem Update
perfektioniert worden. Und tschüss.